Das ist wieder typisch die Ironie, die mir die Spiele entgegenballert. Ich sage, ich bin den Level immer gut gewesen und es war eins meiner Lieblingslevel und dann E-Rang. Schlag ins Gesicht. So, und jetzt ist hier... Ja, ihr werdet es gleich sehen. I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh? You're not even good enough to be my... So, unsere erste Begegnung mit Shadow quasi. Nein, die zweite Begegnung, aber der erste Kampf meine ich. Und es ist schon ein bisschen episch. So. Und ich kann euch sagen, es kann sein, dass ich gar rumfaile. Weil ich habe das irgendwie noch nie richtig gebacken bekommen. Aber bis jetzt sieht es irgendwie ganz gut aus. Komm, ich mach dich platt. Nein. Nein. Komm schon. Ich weiß nicht wieso, aber das ist nicht mein Ding hier. Komm her. Oh Gott, du stehst dumm. Komm her. Komm, Shadow. Ich mach dich platt, du. Oder du mich. Ich weiß es nicht so genau. Oh, das gibt's nicht. Wie gesagt, das ist dieser Kampf. Ich habe ihn noch nie gemocht. Ich habe doch schon immer rumgefailt. Keine Ahnung, wieso. Gibt's nicht. Ja, geht doch. Bitch. So. Das Lustige an der Geschichte ist, wenn man das gleiche jetzt mit Shadow spielt, also die Dark Story, dann gewinnt Shadow. Ist ein bisschen absurd. Aber es ist egal. Es läuft quasi am Schluss aufs gleiche hinaus. Shadow, what are you doing? Hurry and get back here right now before the island blows up with you on it! Was? Die Insel fliegt in die Luft! Und tschüss! Ja, und mit Shadow will mir jetzt hier quasi in der Dark Story abhauen und umgekehrt jetzt wir mit... Ich hab's, glaube ich, mittlerweile begriffen. Ich sag das irgendwie zu oft. Ich weiß nicht. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie... Ihr habt es mittlerweile schon alle gecheckt. Oh Gott. Ja, klappt alles wieder richtig gut, merke ich. So, wir müssen jetzt quasi in 7, nein, in 8 Minuten von der Insel hier abhauen. Das macht so BOOM! Obwohl ich mich irgendwie anscheinend davor schon selbst zerstöre. So. Aber das wird schon. Wir haben echt reichlich... Wow, was geht? Hey, ganz ruhig. Wir haben reichlich Zeit. One, two... Warum klappt das nicht? Ja, man merkt, ich war schon mal besser in dem Spiel, ganz ehrlich. Also wenn ich so weitermache, dann wird es in den späteren Level echt noch heikel. Naja, wir werden sehen. Noch macht die ganze Sache Spaß. Glaubt's mir, es kommen in dem Spiel noch gewisse Level und Abschnitte, wo ich das Kotzen kriege. Ja, selbst bei diesem Spiel, selbst bei diesem doch so geliebten Spiel werde ich nochmal das Kotzen kriegen. Ja, und hier ist die zweite Attacke. Yeah, Light Attack, um mehrere Gegner mit Lichtgeschwindigkeit zu beschweren, den B-Knopf drücken und laden und loslassen, um die Gegner zu zerstören. Ja, muss man erstmal drauf kommen, dass da hinten eine Attacke ist, ne? Was ein Glück, wusste ich das noch. So. Ja, wir können jetzt quasi, das zeige ich euch mal, wenn wir auf der geraden Fläche sind und ich hier gerade in so einer Halfpipe-Looping-Session. Ja, hier zeige ich es euch mal. Wir können jetzt B gedrückt halten und diese Energie hier sammeln. Ready? Ready? Und wenn ich jetzt loslasse, macht er Go! Sofern ein Gegner in der Nähe ist. Und dann macht's Bam, 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 Bam! Aber ich glaube, hier ist noch eine Attacke. Moment, lass mich nicht lügen. Ja, da kommen wir noch nicht runter. Da unten ist noch eine Attacke. Ja, kommen wir aber noch nicht dran. So, deswegen machen wir jetzt einfach mal... den hätte ich gern. Den Chaos-Schlüssel hätte ich gern, damit wir in die Welt kommen von den netten Chaos. Obwohl ich jetzt irgendwie zu verleidet bin, zu sterben, doch irgendwie Chaos zu sagen, statt Chaos. Wir sagen Chaos. Chaos ist cool. Am Schluss heißen sie Chaos und ich bin am Arsch, aber ist egal jetzt.
So. Ich bin das erste Mal gestorben. Hey, cool. Ich bin das zweite Mal gestorben. Hey, cool. Was soll das? Ich wollte doch jetzt noch nicht sterben. So früh noch nicht. Wir grinden mal eine Runde. Oh. Normalerweise ging das immer. Okay, wir machen jetzt keine Experimente mehr, sondern wir machen das Level jetzt einfach ganz normal. Ohne dass wir sterben. Hoffe ich. So. Nochmal darüber. Und jetzt das Ganze. Haben wir den. Ja, den Schlüssel haben wir. Sehr gut. Ja, ich muss mit der Steuerung wieder ein bisschen klarkommen. Das ist manchmal, wenn man nicht die Steuerung kann, ja, ist das Ganze wirklich manchmal ein bisschen grobmotorisch hier. Das ist auch das, was viele an dem Spiel kritisiert haben, dass die Steuerung ein bisschen hagelt. Und ich muss zugeben, das stimmt auch teilweise. Man muss echt so ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ansonsten fällt man echt ein bisschen rum mit dem Spiel. Deswegen muss ich mich erst wieder ein bisschen an diese Technik gewöhnen. Und dann wird das hoffentlich auch in den späteren Levels nicht zu sehr ein Fail. Komm dann, du Ring, bevor du hinter mir her machst. So. Bam! Bungee Jumping for the win! Oh yeah! Auch ja, ich könnte mal dieses Ding erklären, was ich hier habe. Ich habe jetzt hier so eine quasi einen Schutz. Also ich kann jetzt von einem Gegner einmal getroffen werden und das macht mir, glaube ich, nichts. Und zusätzliches Add-on bei diesem blauen hier ist, dass die Ringe quasi zu mir geflogen kommen, wenn ich in der Nähe bin. Ui. So, bei dem grünen Schutz, da haben wir bloßen Schutz. Und mit blau, das ist Schutz plus Ringe fliegen zu uns. Ist es nicht geil? Es ist einfach mega awesome. So, hier kracht alles ein. Nein, nein, nein. Wie kann das nur sein? Aber da unten passiert uns nichts. Da passiert uns nichts. So. Und Little Bit Goal. Obwohl es eigentlich ein Big Goal ist und kein Little Bit Goal. Aber egal. So, Ranking wieder E oder so, weil ich zweimal gestorben bin oder dreimal. D. No problem. Wow, also so schlecht war ich selten in dem Spiel. Ich bin ja total enttäuscht von mir. Aber egal, egal, solange es Spaß macht, ey, egal. Ciao World! Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, wie ich es nennen soll. Ciao World, Chaos World, KO World und es lagged World. Ja, noch am Anfang von jedem Level so 2-3 Sekunden Lag. Naja, damit müssen wir jetzt einfach leben. Wir füttern mal unser lieben K.O. Ach, scheiße, Mann. Das gibt jetzt in dem ganzen Let's Play gibt's jetzt so ein totales Durcheinander, wie ich das nenne. Egal. Komm mal her. Du ertrinkst mir sonst. Moment. Du bist nicht meiner. Du bist ein Du! Den pfeffern wir jetzt ein bisschen hier rum und lassen ihn ein bisschen zappeln im Wasser und schlagen ihn. Aber nicht, weil ich ihn hasse. Nein, ich will ihn zu einem Dark machen. Zu einem Dark Chaos. So. Wo ist mein anderer? Du bist ein Lieber. Komm her. Du bist ein Hero. Du bist ein Hero. Und deswegen kriegst du ganz viel von meinen Items. Und jetzt geht dein Level ab und schwimmen. Yeah. Ja, da können wir später Schwimmwettrennen machen und normal eine Wettrennen machen und sonst und Kämpfe können wir machen. Und dafür müssen wir jetzt halt ein bisschen leveln. Ich hatte mal einen, der war wirklich überall so richtig brutal. Ich weiß gar nicht, wie hoch es ging. Ging es bis 99? Ich weiß nicht. Ich habe es auf jeden Fall total brutal gelevelt gehabt. Schon, man kann denen später auch noch Namen geben, ja. Und kann den Items kaufen. Da gibt es auch einen Shop später. Ja, das wird noch richtig cool. Eigentlich ist es quasi ein komplettes Spiel im Spiel mit diesen Viechern. Das ist geil. Das ist. Und Moment, Moment, vielleicht geht's ja. Komm her. Komm her. Wo bist du? Nicht schwimmen. Mehr. Setz es auf. Sei ein Lieber. Sei ein Lieber. Sei ein Arschloch. Komm. Mach es. Du willst es doch auch. Ja. Ja. Nein. Dann fick dich. Wo ist der andere Spacko? Den ich zum Dark machen will. In der Ecke. Hast du geheult? Oh, du Arme. Da, mach es. Nicht? Dann schlage ich dich. Schlagen? Schlagen. Moment, man kann ihn auch irgendwie schlagen.
pfeifen, nehmen. Wie kann man den Schmackott denn auch schlagen? Man kann ihn rumschmeißen. Streicheln, nehmen, pfeifen, streicheln, nehmen. Warum kann man nicht schlagen? Oh, guck mal, wie er... Oh, guck mal, wie traurig. Und das Doofe da dran, ich muss weiterhin quälen. Das ist eigentlich total unmoralisch. Das ist voll das kleine Baby, voll traurig und weint rum, wenn man sowas... Ja, guck mal. Oh, oh, das ist so... Nein, nicht streicheln. Er muss weiter gequält werden. Und dich streicheln wir. Ja, das ist wirklich ein bisschen fies, das gebe ich zu. Aber ich will, dass er ein Hero wird und er ein Dark. Deswegen muss man ihn halt ein bisschen quälen. Es wird halt ein kleiner Außenseiter. Egal. Stirb! Und was man auch erkennen kann, der Liebe, der kriegt so ein blaues Dingens oben. Und der Böse kriegt ein dunkles, also ich glaube ein rotes am Schluss. So, versuchen wir es nochmal mit dem Dingen. Ansonsten Hash. Gut, dann eben nicht. Vielleicht der andere nochmal. Da oben sieht man auch hier, Game Boy Advance. Man konnte diese Chaos, konnte man auch mit dem Game Boy Advance verlinken und konnte die dann quasi, glaube ich, mit dem Game Boy Advance Minispiele machen lassen und sowas. Oh, guck mal, unser... Guck mal! Oh, wie geil! Unser K.O., der wird schon weiß. Das hat das heißt was Gutes. Wenn er jetzt schon weiß färbt und hin, er kriegt schon Flügel. Er kriegt schon Flügel. Oh, wie süß, komm her. Du bist so ein Lieber. Ja, das heißt, er entwickelt sich bald. Er wird bald zum Hero. Und das ist sehr geil. Und du? Du wirst schon dunkel. Yeah, sie entwickeln sich. Das ist gut, wenn sie sich entwickeln. Ah, man kann sie auch füttern mit diesen Teilen hier. Ganz vergessen. Da. Das bringt Stamina, ganz unten das. Das ist, glaube ich, die Ausdauer. Ja, das dafür gibt es, glaube ich, kein Item, wenn ich recht mich entsinne. Aber, na, muss man halt die mit sowas füttern. Das Dumme ist, das dauert ewig und die wollen nicht immer. Naja, aber egal. So, lassen wir die mal weiterentwickeln. Der wird böse, der wird lieb. Und wir machen hier wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Mission. Macht's gut, Leute. Bis dahin und Peace.